ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mal wieder meine alte Festplatte durchgestöbert und oh mein Gott, Leute, es kamen mal wieder Bilder zum Vorschein. Nee. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, wo ich alte Bilder rausgekramt habe von früher, ob es irgendwelche Haar-Fauxpas waren mit meiner Haarstory oder generell irgendwelche Bilder von mir, die einfach so unglaublich peinlich sind. Damit wir zusammen lachen können, habe ich mal wieder sehr viele Bilder rausgepickt und die sind wirklich sehr peinlich. Egal, ich höre dann auch direkt auf zu reden. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und los geht's! Ich habe hier meinen Laptop auf dem Schoß und ihr werdet die Bilder jetzt gleich da sehen und ich fange einfach mal an. Okay, also dieses Bild ist gar nicht mal so lange her. Ich denke, das war so um die 2012 und da hatte ich noch nicht mal ein iPhone bzw. nicht mal ein Handy mit einer Frontkamera und da hat man immer Bilder gemacht mit seinem Laptop mit der Frontkamera, das war ganz cool damals, ja. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde das Bild unglaublich komisch, weil ich total kaputt aussehe, voll die Augenringe und was ist mit meinen Augenbrauen schon wieder? Das nächste Bild war laut Datum hier 2009. Belichtung ist jetzt nicht unglaublich schön, das Licht kommt so von unten. Ich sehe aus wie irgend so ein, keine Ahnung, Monster mit dem Licht, also richtig gruselig und natürlich wieder... Diese Schnute, die war früher Standard und die hatte wirklich jedes Mädchen auf dem Bild. Also das war wirklich so die Nonplusultra-Schnute, die man früher hatte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr unter diesen Opfern gehört, die das früher auch immer gemacht haben. Okay, das war damals noch im Wohnzimmer meiner Eltern und da hatte ich auch keine Augenbrauen, wie ihr sehen könnt. Hatte ich einen ganz komischen Blondton. Man sieht mein Bein da irgendwie rausragen und ich glaube, das sollte früher süß sein. Und mein Lächeln ist auch total so... Deshalb nicht schön. Das nächste Bild war im Schlafzimmer meiner Eltern, weil die hatten damals eine pinke Wand. Und ihr seht, es war schon total Tumblr angehaucht. Das ist ja so wie heute eigentlich. Ich fand das zu der Zeit wirklich sehr cool. Ich finde es eigentlich immer noch gar nicht mal so schlecht. Da lache ich auch wenigstens mal ordentlich und nicht so... Und das hatte ich auch wirklich sehr lange als Profilbild damals bei SchülerVZ. Das nächste Bild... Ist eigentlich sehr süß. Das ist mit meiner Schwester. Aber guckt euch mal bitte meine Augenbrauen an. Oh, ihr seht keine? Oh, ich hatte auch keine. Wenn wir in Urlaub waren und Sonne auf meine Augenbrauen noch geschienen haben, sind meine Augenbrauen ausgebleicht, weil sie eigentlich immer noch blond sind, aber ich sie halt nachmale. Und ich hatte keine Augenbrauen mehr. Also gar keine. Aber meine Schwester ist ganz süß. Sie hatte einen süßen Potschnitt. Das nächste Bild ist auch mit meiner Schwester und das finde ich eigentlich auch ganz süß. Da liegt die so auf mir drauf. Also das ist wirklich süß. Da kann ich nichts dran aussetzen. Das ist sweet. Alles klar. Also beim nächsten Bild will ich anscheinend zeigen, wie gelenkig ich bin. Ich war früher wirklich sehr gelenkig. Ich konnte wirklich alles. Von Spagat bis Radschlag bis Radwende. Alles konnte ich damals. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich dazu getrieben hat, dass ich meinen Fuß an den Kopf... hebe. Das nächste Bild ist ganz genau dasselbe nach dem Urlaub mit meinen Eltern. Und ihr seht meine Augenbrauen mal wieder nicht da. Also ich finde es schlimm. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schlimm. Das nächste Bild zeigt mich mit einem Trikot. Ja, und ich war voll Fußball begeistert. Eigentlich überhaupt nicht. So einen auf sportlich mache. Haha, ich war gerade beim Fußball. Und ich habe keine Ahnung, was ein Abseits ist, aber ich war gerade beim Fußball. Aber ich fand meine Haare eigentlich da ganz cool. Ich hatte die da hinten zum Dutt und hatte so einen Pony. Also ich finde es gar nicht mal so schlimm. Und damals waren sie noch braun. Ich habe ja mal gewechselt zwischen blond und braun und blau. Blauen und blond. Ja, das nächste Bild, wie ihr seht, hatte ich ein kleines Fotoshooting mit mir selbst und einem Lebkuchenherz, wo Schnucki draufsteht. Und diese Bearbeitungsskills sind... Wow! Ihr seht, ich habe alles schwarz-weiß gemacht, nur das Lebkuchenherz habe ich bunt gelassen. Ist das nicht krass? Ich weiß. Zu diesem Bild kann ich auch eine kleine Story erzählen. Und zwar war das erste Mal, dass ich meine Haare alleine ausgedünnt habe. Ich hatte die damals ungefähr so lang und braun und habe dann einfach einen Rasierer genommen und die dann schön abrasiert. Das sah dann so scheiße aus. Und sie waren da so dünn, wie ihr es gerade hier auf dem Bild seht. Also nicht machen, Kinder. Keine Rasierklingen oder irgendwelche Rasierer nehmen, um die Haare auszudünnen. Das kann echt nur... blöd enden. Das nächste Bild ist auch wirklich sehr Tumblr angehaucht. Also damals zu der Zeit gab es sogar Tumblr und ich fand das immer so cool, diese Bilder oder diese Emo-Bilder fand ich auch immer ganz cool, auch wenn ich jetzt kein Emo war, aber ich habe auch immer so Bilder gemacht mit so Seifenblasen, total alternative und total anders und es war ja voll cool, aber
Nein, ich habe dieses Bild nie veröffentlicht, ich habe das nur für mich gemacht. Aber hätte ich jetzt veröffentlicht, wenn es wirklich schön gewesen wäre, aber... Nee. Das nächste Bild ist mit meiner Cousine Tina und da hatte sie auch einen Pony und ich habe so viele Bilder mit meiner Cousine, die noch so unfassbar peinlich sind. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gemacht habe mit den peinlichen Bildern, kannte die meine Cousine noch gar nicht. Also wenn ihr vielleicht mal ein Video mit meiner Cousine haben wollt, wo wir uns alte Bilder angucken und den Arsch ablachen deswegen, weil die sind so schlimm, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben lassen, dann werde ich das auf jeden Fall mit dir machen und werde sie überreden. Wirklich, Leute, das ist unfassbar peinlich. Das nächste Bild zeigt mich mit einem Sidecut, da mich viele gefragt haben, wie sah ich eigentlich mit meinem Sidecut aus. Ich hatte die früher mal online, aber die sind schon lange, lange aus dem Internet raus. Aber hier sind sie wieder. Hier, das hier alles... war weg. Das war alles ein Sidecut und ich hatte meine kompletten Haare auf der anderen Seite. Es sah gar nicht mal so schlecht aus. Ich fand es eigentlich ganz cool, nur ich habe mir fast in die Hose geschissen, als ich in diesen Friseur gegangen bin und gesagt habe, machen sie. Aber dann habe ich sogar gesagt, ja, machen sie auch noch mehr und ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Im Endeffekt fand ich es cool und es ist komplett rausgewachsen, wie ihr seht. Es ist halt alles wieder komplett lang. Das nächste Bild zeigt mich mit... ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. War ich da 5, 6, 7? Ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Auf jeden Fall war ich da bei einer Freundin und habe einen schönen Wuschelkopf und ein Furzkissen in der Hand. Ich habe das jetzt einfach mal mit reingenommen, weil ich es eigentlich ganz süß finde. Das spiegelt so ein bisschen meinen Charakter wieder und merkt ihr, wie meine Nase die ganze Zeit... Oh mein Gott, ich werde richtig krank, ich merke das so hart. Dann dieses wunderschöne Schwarz-Weiß-Bild. Und vielleicht sind ja ein paar auch gerade, die zugucken und diesen Bench-Pulli kennen. Das war eine Fleece-Jacke mit so einer Lasche, die man sich um den Hals wickeln konnte. Eigentlich sah das aus wie so eine Halskrause, aber diese Jacke war so in damals. Ich glaube, die hat damals 60 Euro gekostet oder so und ich konnte mir das gar nicht leisten und ich habe gespart wie sonst was, damit ich mir so eine scheiß Fleece-Jacke kaufen kann, weil die einfach jeder hatte und ich habe die so unfassbar gefeiert. Kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwas anspart und es dann kauft und ihr dann einfach so stolz auf diese Sache seid? Es war wirklich echt eine Investition damals. Dann nochmal ein Bild mit Tina, also meiner Cousine und meiner Schwester. Meine Schwester hängt irgendwo zwischen meinem Arm und Tina. Die haben auch früher so viele Fotoshootings gemacht damals zusammen. Und es sind einfach so viele Bilder entstanden, Leute. Also, wie gesagt, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Dann mache ich auf jeden Fall mit meiner Cousine mal einen Teil. Und ihr werdet euch... Das ist so peinlich. Dann dieses leicht verstörende Bild, wie ich komisch in die Kamera gucke. Aber das war auch ganz genau, nachdem wir vom Urlaub wiedergekommen sind mit meinen Eltern. Da hatte ich ja eigentlich Augenbrauen. Da sieht man es auch, dass ich Augenbrauen hatte. Aber... auf den Bildern, auf den meisten Bildern sieht man es einfach nicht, aber da sieht man es und es sieht echt ein bisschen komisch aus, weil ich hatte wirklich braune Haut und hatte irgendwas sehr Helles auf den Lippen und das sieht wirklich sehr krank aus. Und kommen wir auch schon zum letzten Bild und zwar habe ich das mit meiner allerersten Spiegelreflexkamera gemacht. Das war 2011, da hat mein Papa die gekauft, die hat nicht mal mir gehört, aber ich habe die mal voll... so heimlich genommen und so Bilder damit gemacht und das war eines davon und ich finde es eigentlich ganz cool, meine Augen sehen eigentlich ganz cool aus und ich habe da einfach einen Schriftzug mit meinem Namen Dagi drauf gemacht und wie ihr seht, habe ich da auch noch meinen Sidecut, also so ein bisschen sieht man diese abrasierten Haare und das war's auch schon mit diesen Bildern, die ich für dieses Video rausgesucht habe. Ich habe noch zig Millionen andere. Also wenn ihr gerne nochmal so ein Video haben wollt und mich ein bisschen auslachen wollt, wie ich früher ohne Augenbrauen aussah, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Dann werde ich auf jeden Fall noch einen Teil machen und ja, das war es mit dem Video und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich habe euch alle ganz doll lieb und bis dann. Tschüssi!